So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd, die Wetlock Challenge mit mir und mit euch. Wir sehen nochmal kurz das Intro, ganz einfach, weil ich noch ein bisschen quatschen will und weil das Intro doch schön ist. Und zwar muss ich schon mal sagen, habe ich im 0. Part schon mal eine Regel vergessen, die ich aber noch in die Beschreibung geschrieben habe. Also falls ihr die gelesen habt, hat wahrscheinlich keiner getan. Auf jeden Fall eine Regel habe ich vergessen, die ich auch dabei haben will. Und zwar, wenn wir ein Pokémon haben, sagen wir zum Beispiel einen Ratzfratz, und wir treffen ein weiteres Ratzfratz und wir haben aber schon einen Ratzfratz und das ist auch noch nicht tot, dann darf ich mir ein anderes Pokémon suchen. Also nicht, dass ich irgendwie fünfmal Ratzfratz im Team habe, das wäre voll langweilig und deswegen gibt es diese Regel. Ich hoffe, ihr habt sie verstanden. Einfach, dass das ein bisschen abwechslungsreicher wird. Nicht zweimal das gleiche Pokémon im Team oder auf der Box halt, außer es ist tot. Dann kann man sich ein neues holen. Also, ja. Die Regel gibt's auch. Ist keine Regel von mir. Also, beschwert euch beim Regelerfinder, wenn es euch nicht gefällt. So, jetzt fangen wir aber an. Ich habe schon mal vier Nämchen ausgesucht: zwei männliche und zwei weibliche. Weil ich glaube, ich werde nicht mehr als vier Pokémon in diesem Part fangen. Welchen Namen nehmen wir denn? Wir nehmen mal, was passt denn zu Smaragd? Das passt irgendwie zu Smaragd. Nehmen wir den Rahmen hier. Und noch was, und zwar viele von euch, ich werde jetzt nicht das vorlesen, was Professor Birk erzählt, wir kennen es ja alle schon. Viele von euch haben mir sowas geschrieben wie: Hey, Volker, ich will gerne dabei sein, ich bin dies und das. Man haben vergessen, ihr Geschlecht hinzuschreiben. Die habe ich jetzt nicht in die Liste genommen, aber die Liste wird auch immer aktualisiert. Also ich habe hier vier Namen. Wenn irgendwie zwei davon drankommen, dann kommen die dran. Und wenn die anderen zwei nicht drankommen, dann kommen sie auch nicht unbedingt als nächstes im nächsten Part dran, beziehungsweise als nächstes Pokémon, sondern es wird alles ganz neu gelost. Damit auch immer die auch später dazukommen, damit die auch so ein bisschen eine Chance haben. Wie habe ich es denn eigentlich gemacht mit diesem, ich nehme nur Abonnenten bzw. Zuschauer rein, die aktiv sind. Und zwar habe ich mir halt einfach jeden Namen mal bei meinem Mail-Programm reingehauen in die Suchleiste und habe mir angesehen, was die so geschrieben haben, weil es kann ja sein, dass irgendjemand sehr aktiv ist und ich mir den Namen einfach, weswegen auch immer, nicht merken kann. Und dann hat er es natürlich auch irgendwie verdient, in so einem Projekt dabei zu sein. Ich war jetzt nicht allzu streng mit der Aktivität, also ihr musstet jetzt nicht so extrem mega aktiv sein, aber schon so ein bisschen. Und vor allem habe ich auch Leute genommen, die was Sinnvolles schreiben, also mehr oder weniger sinnvoll, halt nicht irgendwie sowas wie bla 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 bla, geiler Part. So, wir müssen die Uhr einstellen, das machen wir gleich mal. Yeah, wir drehen am Zeiger. AM, das merke ich mir immer so, weil AM ist am Morgen. Also, aber ich habe gerade nicht Morgen, sondern ich habe eher Abend, nämlich 17.24 Uhr. Und das wollen wir gleich mal einstellen, so. Ja, dann habt ihr die gleiche Zeit, wie ich habe. Ich werde den Part hoffentlich noch heute hochladen, versuche ich zumindest. Und ja, das war's eigentlich. Ich bin schon gespannt, wer von euch drankommt. Ich bin schon gespannt, ob ich die Challenge überhaupt bestehen kann oder nicht. Weil ich habe mir ja extra so ein bisschen einen kleinen Anspruch genommen mit der Wetlock Challenge. Und auch mit der Zusatzregel, dass mein Pokémon nicht overlevelt sein dürfen. Viele, beziehungsweise einige haben die Regel so ein bisschen seltsam aufgefasst, haben gesagt, manche haben gesagt so, ey, die Regel ist ja voll blöd. Manche haben aber auch gesagt, die Regel ist voll interessant und so. Ich werde sie beibehalten. Ich finde auch, ich hätte sie nicht unbedingt so mega streng auslegen müssen. So, aber wenn ich sie nicht mega streng auslege, kann ich ja trotzdem meine Pokémon overleveln und so sagen, ja, ist ja halt keine Regel und so, bliblablub. Und ich will halt einfach nicht, dass die Pokémon overlevelt sind. Und so hart es sich auch anhört, ich will auch das Pokémon sterben. Denn nur dadurch, dass Pokémon sterben, gibt es so ein bisschen Innovation da rein, gibt es neue Pokémon, die man sieht. Und vor allem
kommen dann auch öfter Leute dran. Also dann kommt ihr öfter dran. Und das ist interessanter für euch und das ist auch interessanter für mich, weil ich mich dann auf neues Zeug einstellen muss, beziehungsweise kann, beziehungsweise darf. Wie ihr seht, lese ich jetzt gerade nicht viel vor, aber den Anfangstext kennen wir ja schon alle. Also wer den noch nicht kennt, der... Ja, hat halt noch nicht Smaragd, Rubino, Saphir gespielt. Professor Birk wird angegriffen und wir dürfen uns ein Pokémonchen aussuchen. Welches ich wähle, würdet ihr gerne wissen? Ich nehme mir Flamly, da ich Hydropi bzw. Sumpex schon in meinem Pokémon Bloody Platin Let's Play hatte und Gekabor meiner Meinung nach einfach wack ist. Deswegen nehme ich Flamly. Mal schauen, welches Geschlecht es hat. Und mal schauen, welchen YouTuber bzw. User ich als erstes glücklich mache. Es ist ein Männlein. Es ist ein Männlein. Na, was meint ihr? Wer wird unser erstes männliches Pokémon? Ihr dürft schon alle gespannt sein. Wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Aktiven genommen, die ein bisschen schönere Kommentare schreiben und nicht nur so LOL oder geiler Part oder so. Und dementsprechend ist auch ein, ich würde sagen, relativ aktiver Kanal, also ein User, da, den ich nach diesem Pokémon benennen werde, beziehungsweise ich werde das Pokémon nach ihm benennen. Ich mache immer genau den gleichen Fehler. Ja, Flamly ist das und wie bekommt es einen Kosenamen? Welchen Kosenamen bekommt es? Ich bin gerade richtig ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ich musste ich mich beeilen mit diesen Namen raussortieren und blablabla. Jetzt muss ich die Folge schnell machen und dann muss ich sie hochladen. Also ich muss nicht, aber ich will sie noch heute hochladen. Und ja, deswegen bin ich ein bisschen gestresst. Tut mir leid, wenn ich mich sehr oft verhasple. Ich werde versuchen, das zu vermeiden. Der User, der dran kommt, ist Dragon Wing. Also auf YouTube heißt er. Jetzt muss ich nicht mehr sagen er oder sie, weil ich weiß, dass ein er ist. Dragon Wing, beziehungsweise to Dragon Wing 09. Aber das to und 09 passt da nicht rein. Deswegen heißt er to, Dragon Wing. Genau. Und es ist ein Hühnchen. Wie gut das jetzt passt, sei mal dahingestellt. Genau, viele haben auch gesagt, fuck, ich wäre gern dieses und jenes Pokémon, aber ihr dürft das nicht entscheiden, welche Pokémon ihr sein wollt. Ich entscheide das auch nicht, sondern ganz allein wird Zufall entscheidet, welches Pokémon ihr seid und ob ihr überhaupt ein Pokémon seid. Falls ihr in diesem Track nicht drankommen solltet, sage ich euch schon jetzt, seid nicht allzu enttäuscht, es werden noch andere Projekte kommen. Sollte sie uns nicht die Turbo-Treter geben? Wieso haben wir die Turbo-Treter nicht erhalten? Ach übrigens, falls mir jetzt ein Pokémon begegnet, dann darf ich dieses... Was heißt, darf ich dieses nicht fangen? Ich kann es gar nicht fangen, aber es zählt nicht als erstes Pokémon, das mir begegnet ist auf der Route, da ich ja noch keine Pokébälle habe, mit denen ich Pokémon fangen könnte. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen, wo habe ich denn Dragonwing gefangen, weil ich darf auf der Route, wo ich Flamly bekommen habe, kein zweites Pokémon fangen. Wo sieht man das? Ah, hier Route 1. Bin ich jetzt auf Route 1? Ist das Route 1 hier? Ich weiß es nicht. Also Pfiffchen wäre jetzt eigentlich ein Kandidat, den ich fangen würde, aber dadurch, dass ich keine Pokébälle habe, kann ich es auch nicht fangen. Ist das Route 1? Ja, 101 ist das. Okay, ich dürfte mir also so oder so da kein Pokémon fangen. Also ist Route 1 schon mal für mich abgehakt. Auf Route 2, 102 können wir uns aber dann ein Pokémon fangen. Ich werde hier auch die Häuser durchgehen. Da ich nicht mehr... Nein, das wollte ich nicht. Da ich hier nicht mehr zu 100% weiß, wie das alles abläuft. Ich weiß, wir hatten Rubin Together, beziehungsweise Tree Together, wie auch immer ihr das nennen wollt, mit Regi und Markus. Aber das ist auch ein bisschen her und ja, die... Höhenregion ist mir jetzt nicht so gut vertraut. Ach, gehen wir schon mal in Norden, denn dort wartet schon die Maike auf uns. 103, ja, hier ist 103, nicht 102. Ey, nein, ein Wingull, wie geil wäre das denn? Ey, bitte, ich will einen Wingull fangen, wenn ich dann kann. Bitte, bitte, liebes Spiel, ein Wingull wäre so geil, vor allem voll am Anfang so. Pfiffchen, ich finde Pfiffchen cool, aber ich hätte jetzt hier lieber einen Wingull, muss ich sagen.
Jetzt kämpfen wir gegen Maike, mal schauen, ob wir es gegen die aufnehmen können. Und mal schauen, ob unsere Challenge schon verloren geht. Vielleicht verliere ich ja schon. Genau, ich wollte mir noch irgendwo notieren, auf welchem Route ich keine Pokémon fangen darf, weil ich da schon eins habe. Moment, dann schreibe ich mal hier hin. Route 101. So, damit ich weiß, wo ich schon überall Pokémon gefangen habe, damit ich nicht irgendwie aus Versehen Pokémon fange auf der Route. Und falls ich aus Versehen Pokémon da auf der Route fangen sollte, werde ich es natürlich auch freilassen. Ist ja klar. Nicht, dass ich da irgendwie einen Vorteil dadurch habe. Bitte sag mir auch Bescheid, wenn ich irgendwie ein Pokémon zu viel gefangen habe. Und sag mir dann sofort, hey Fokker, du durftest das nicht fangen. Vielleicht habe ich es dann ja noch nicht benutzt und kann es dementsprechend dann auch freilassen. Und dann habe ich ja eigentlich schon gegen eine Regel verstoßen, aber ich glaube, da können wir ein Auge zudrücken. Was meint ihr? Also 69, hihihi. Also genau müssen wir es ja nicht nehmen. Aber wenn ich wirklich so eine Regel krass verstoße, dann ist, es haben mir auch viele gesagt, was passiert, wenn du gegen eine Regel verstoßt? Dann ist das Projekt vorbei. Ich werde es beenden, also es macht dann keinen Sinn mehr, so eine Wetlock-Challenge zu machen, wenn man die schon verloren hat. So, wir gehen jetzt kurz zurück zu Mami, beziehungsweise zu Professor Birk, holen uns einen Pokédex. Dann versuche ich noch ein zweites Pokémon zu fangen. Und dann können wir den Part eigentlich auch schon beenden. Ich bete wirklich, dass es ein Wingull wird. Weil Wingull ist so ein cooles Pokémon, vor allem so am Anfang. Versteht das doch? Am Anfang wäre das so richtig. Ich merke gerade Flamly. Verdammt! Was war die erste Arena-Leiterin nochmal? Ich muss nochmal schauen, welches Level die stärkste Pokémon hat. Ich weiß nicht mehr genau. War die nicht sogar Stein? Verdammt, wenn sie Stein ist, habe ich auch echt schon die Arschkarte gezogen. War sie Stein? Oder war sie Kampf? Ich weiß es nicht mehr. Professor Birk gibt uns jetzt auf jeden Fall schon mal den Pokédex. Yay, danke dafür. Und dann können wir uns auf die Suche nach unserem zweiten Pokémon machen, welches bitte, bitte ein Wingull wird. Was ich auch ganz cool fände, so am Anfang im Spiel, wären Zickzacks. Weil Zickzacks gibt uns jede Menge Items und so, und das wäre ganz cool. Und ich merke gerade, dass ich vergessen habe, das Item bzw. den Trank von meiner Box zu holen. Wir haben, glaube ich, 5 Pokébälle oder so bekommen. Oder 10? Ne, ich glaube 5. Die Mami, die gibt uns jetzt Torbetreter, glaube ich. Oder? Was sagst du, liebe Mami? Ja, Turbo-Treter, die bekommen wir. Sag mir auch, ob ihr es blöd findet, dass ich hier den ganzen Text überspringe. Aber so am Anfang wollte ich halt auch noch ein bisschen was erklären und da ist der Text doch ein bisschen nervig. Ich kann, wenn ihr wollt, die Hauptstory ja weiterhin vorlesen, aber so am Anfang muss das, finde ich, nicht sein. Wilde Pokémon-Kämpfe werde ich übrigens auch wieder speeden, so dass wir uns nicht zu lange damit aufhalten. Gewisse Trainerkämpfe vielleicht auch. Aber nicht allzu viel, damit wir nicht in irgendwie so eine Hektik geraten. Weil Hektik wäre bei so einer Challenge auf jeden Fall nicht das Angebrachteste. Deswegen, ja, lieber keine Hektik, sondern ein bisschen ruhig angehen lassen. Wumpel. Würde ich einen Wumpel cool finden? Ja, wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Pfiffchen würde ich ganz cool finden, aber wir dürfen ja auf dieser Route kein Pokémon mehr fangen. So, ganz schnell Pokémon heilen. Rucky Zucky. Und dann gehen wir auf Route 103. Erstmal kurz schauen, ob hier noch irgendwas ist. Weil auf Route 103 dürfen wir jetzt unser zweites Pokémon einfangen. Oder wollen wir erstmal eins auf 102 fangen? Ich glaube, ich würde sagen, wir fangen sogar erst eins auf 102. Und dann auf 103. Okay, Route 102, hier sind wir. Ich möchte am besten noch gegen niemanden kämpfen, sondern Loturz, ey Loturz, das wäre mega geil, aber ich darf es nicht fangen, weil es nicht weiblich ist. Wir suchen jetzt nach einem Wumpel. Das ist eigentlich genau so ein Pokémon, das ich eigentlich nicht haben wollte, so jetzt am Anfang. Muss ich mal sagen. Loturz wäre viel geiler gewesen, aber es war leider männlich. Nun gut, deswegen müssen wir uns jetzt einen Wumpel fangen. Bleibt uns nicht anders übrig. Ist egal, Wumpel ist auch ein cooles Pokémon. Genau, eine Frage habe ich noch an euch. Soll ich, wenn ich offscreen trainiere, ich werde ab und zu mal vielleicht trainieren so ein bisschen, soll ich dann euch das zeigen? Oder vertraut ihr mir, dass ich
dass ich dann Bescheid sage, wenn Pokémon abkratzt, dass ich es auch offscreen machen soll oder soll ich alles onscreen machen? Wie ist es doch am liebsten? Okay, wie auch immer, wie es euch am liebsten ist, wir benennen dieses Pokémon nämlich Maririm. Maririm, ja, Maririm. Eine Zuschauerin, die jetzt ein Baumpil ist und die zusammen mit Dragonwing verheiratet ist. Ja, ihr seid jetzt ein Paar. Ich hoffe, ihr freut euch. Macht Liebe zusammen, genießt die Zeit miteinander. Schauen wir uns das Liebespaar momentan mal an. Hier Dragonwing und Maririm. Maririm oder auf YouTube Maririm 1511. Ja. Ich hoffe, ihr beiden freut euch über die Pokémon, die ihr geworden seid. Ich hoffe, ihr Zuschauer freut euch über das Projekt, über den ersten Part. Komm, wir kämpfen einmal mit Maririm. Kann ich dich auch Mari nennen? Ist das vielleicht sogar dein Spitzname? Mari? Heißt du Maria oder so? Kann das sein? Weil Maririm, ich sag lieber Mari oder zum Beispiel Dragon. Ich sag jetzt Dragon anstatt Dragonwing. Aber es weiß jeder, wer gemeint ist. So, ey, da kommt ein weibliches Lotus. Ich glaub's kaum. Okay. Schauen wir mal, wie sich Maririm schlägt. Komm schon. Ja, sehr gut. Komm, Level up machen wir noch mit Maririm. Komm schon. Oh. Nicht, dass es gleich schon drauf geht, das liebe Maririm. Wäre nicht so prickelnd ganz am Anfang. Pfiffchen. Okay, hoffentlich zieht es mir nicht allzu viel Leben ab. Weil ich will auch nicht, dass Dragonwing stirbt. Okay, wir haben es irgendwie noch geschafft. Dragonwing, Level up. Maririm, kein Level up. Mann, schade. Okay, sei es drum. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen und hat euch so einen kleinen Einblick gegeben. Im nächsten Part gibt es dann weitere Pokémon auf Route 103 und auch auf den anderen Routen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir verabschieden uns in diesem Part mit unserem allerersten Pärchen in diesem Projekt. Dragonwing und Maririm. Ich hoffe, ihr liebt euch auf alle Ewigkeiten. Mögt ihr so lange zusammen seid, bis der Tod euch scheidet. Oder wie auch immer das heißt, ihr dürft euch jetzt küssen. So, jetzt seid ihr auch vermählt und jetzt sind wir alle zufrieden. Wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine lieben Freunde. Es wäre witzig, das wäre richtig witzig, wenn hier in diesem Projekt ein Pärchen entstehen würde, welches im Real Life sogar ein Pärchen ist. Sehr unwahrscheinlich, aber es wäre trotzdem cool. Nun gut, wie dem auch sei, wir sehen uns im nächsten Part, wie schon öfter gesagt. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.